So, yo, hallo Leute, herzlich willkommen, ja, Sascha mal wieder hier am Start und keine Sorge, ja, das CW geht gleich los, nur ich wollte mal ganz kurz eine kleine Ansage zu dem CW machen, ja, das CW ist schon etwas älter, das ist genau vom 16.08.2013 und das habe ich noch in meiner Festplatte gefunden und ich finde es einfach zu schade, das jetzt einfach zu löschen, und ja, das hat noch so eine ganz gute Qualität und so weiter, deswegen sage ich mir einfach, ich lade das jetzt einfach hoch, in vier Parts, denke ich mal, also jede Halbzeit einzeln, ja, habt Spaß, guckt das Video, genießt es und haut rein. Weiter geht's. Lockdown. Ja, wie schon angesprochen, zweite Map, Lockdown, Map von SOW. Genau, hallo Leute. Herzlich willkommen auf der zweiten Map. Team U, auf Village. Guckt sie euch bitte an, bevor ihr jetzt das Video schaut. Ich werde das Ganze natürlich auch unten verlinken und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, könnt ihr alles ansehen. Genau, weil ich denke mal, ich werde euch spoilern, wenn ihr jetzt das weiter guckt. Ich werde das Ergebnis gleich sagen, wie die Map entschieden ist, gerade. Oder wie das Ergebnis war. Da komme ich, glaube ich, nicht drum herum und da werdet ihr halt unnötig gespoilert, falls ihr das wollt. Ja, dann schaltet ab und guckt euch die erste Map an. Genau, so, jetzt geht's ganz normal weiter. SOW gegen Mew. Wer sich jetzt nochmal fragt, wer sind die Furious Baum und der Ratix TV? Das sind einfach nur Leute von Under Ratix, die gerade streamen und gleichzeitig auch noch casten und das Ganze kommentieren. Ja, die wollen auch bei dem Top-Match hier heute dabei sein und das Ganze angucken. Und hier Captain Klotz mit Mega-Lags anscheinend. Hat hier vielleicht eine Zeitüberschreitung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall 2 gegen 2 jetzt noch, ausgeglichen. Eggie jetzt im Eckhaus, Seaman im Eckhaus. Und der Oberst hier rechts unten, so eine, ja, zentrale Posi, würde ich sagen, beide. Ah, verrät er jetzt ein bisschen seine Position. Ich weiß nicht, ob er da jemand gesehen hat. Es könnte gut möglich sein. Und wird jetzt rausgenommen von XI Kev. Und der Oberst jetzt gegen 2 alleine. Boah, starker Kill. Nice Reaction, Junge. Und genau, ich gehe nochmal aufs Line-Up drauf. Der Seaman Shepard. Der Clamrent Oberst Oral. Colonel Cerberus, Admiral Asozial und der Captain Klotz und da macht Oberst das 2-on-1-Safe sehr stark. Lineup bei Mew. XIKF, Newkirk, Requires, der XIDormi, der Casual und der Ram Kota. Ja, alle dabei. Und ja. Lockdown, SOW, Verteidigung. Ich darf leider nur auf SOW draufbleiben, da Mew sich da halt ein bisschen anstellt und sagt, ja, weil ich halt bei SOW im Clan bin, darf ich halt nicht auf deren Team drauf, was ich halt ein bisschen schade finde. Ich finde das gerade schade für euch, jetzt alle, die es hier zuschauen, dass ihr halt nur immer das eine Team seht. Aber wenigstens, ich sag mir wenigstens, ihr seht SOW oder wenigstens etwas vom CW, als es halt gar nicht zu sehen. Und da kann man das auch dann gleich mal wieder, ja, Auge zudrücken und drüber hinwegsehen. Das ist halt nur SOW, ja, das hat nur SOW gezeigt wird. Und 5 gegen 1. 4 gegen 1 jetzt noch. Admiral gegen 4. Und 1 zu 1. Mew, ja, macht er den Ausgleich, 1 zu 1. Und ja, beide Teams natürlich müssen sich natürlich erstmal auf der Map einspielen. Und ja, kommen wir mal zum Ergebnis. Also jetzt alle, die ja, die andere Map nicht gesehen haben und das Ergebnis noch nicht wissen, bitte wegschalten, ansonsten werdet ihr jetzt gespoilert. Ich steht jetzt overall 17 zu 8. Ja, 17 zu 8. SOW führt immer noch mit. Und XIKF und Domi sind ja schon am Start mit 2 Kills für
Mio natürlich. Und ja, 5 gegen 2 Situation. 5 gegen 1 Situation. Und anscheinend spielt Mew jetzt richtig, richtig stark gerade auf die B-Bombe. Ach, auf die A-Bombe. Messi. Die Bombe wurde platziert. Man kann da einen sehen, aber gegen 5 Leute, ich glaube nicht, dass das, dass eine realistische Chance besteht, dass es schafft. Und what the fuck? Teamkill für Captain, für Obers. Achso, ich glaube, da ist einfach mal ein Teammate oder ein Gegner in die Claymore gerannt. Und ist dann halt nicht gestorben. Na gut. Sie meinen jetzt hier oben im Haus? Colonel wirft die Nate ins Eck aus, hittet dann nix. Und wir können dann mal auf die Aufstellung drauf gehen. 2 links, 2 A, 2 rechts, 2 B und 2 in der Mitte. Ziemlich ausgeglichen. 2 Kills jetzt für SOW in Folge. Und 4 gegen 6. Und SOW hat die bessere Seite und nicht hinten. Nächster Kill für SOW von Colonel. Nächster Kill für SOW von Colonel. Ist er anscheinend komplett durch schon. Ja, ist er komplett durch. Und nächster Kill für SOW gegen Requires von Klotz und ja, einer lebt noch im A, nee, im B-Haus. Wird rausgenommen, 2 zu 2. Bereit machen für die nächste Runde. So. Können ja mal noch mal gucken, ob das alles dabei geblieben ist. Ja, immer noch 2-2-2 Aufstellung. Colonel jetzt hier anscheinend richtig aggressiv am Start. Bleiben wir auf ihm drauf. Ich glaube, bei ihm nicht ganz die meiste Action. So. Sollte Mew jetzt die Map 8-7 gewinnen, dann, ja, war es das für Mew. Dann hat Mew das Match verloren. Und, ja, kann er quasi 8-0 auf der Verteidigerseite spielen. Das wäre dann irrelevant, dann würde es unentschieden stehen. Und dann, wäre es halt nicht mehr gewonnen, sondern halt einfach nur unentschieden. Und, ja. Dann kann das Match halt nicht mehr gewonnen werden. 3 gegen 4. Überzahl für Mew gerade. Ja, Klemmert spread da so ein bisschen. Klemmert auch gerade letzte Runde auf Village. Mega, mega stark gespielt. Holt er jetzt wieder einen Kill. Ja, kann er in dem Eck aus. Holt er ihn vielleicht. Nein, er holt ihn nicht. Hat auch noch einmal sein. Einmal oder dreimal sogar anhitten. Hat er ihn unten gesehen. Ja, wurde angesagt. Und ja. Wurde rausgenommen. Admiral und Obers jetzt noch 2 gegen 2. Admiral kann ihn da vielleicht holen. Ah, hat nur noch, auch nur noch 4 Schuss im Magazin. Kann da nicht mehr viel machen. Ja, kann da halt gar nichts mehr quasi machen. Und Obers muss sich das wieder richten. 2 gegen 1. Und, jo. Ich war jetzt gerade an meinem PC, am Bildschirm, was am gucken, ob das alles vernünftig läuft. Und anscheinend hat Obers Oral. Scheiße, da bin ich jetzt gleich drauf eingegangen. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr stark, Obers. Das zweite Mal jetzt hier die Runde für SOW gesaved, alleine.
gegen 2. Und sorry, da konnte ich jetzt gerade nicht wirklich drauf eingehen, weil ich jetzt gerade ein bisschen verwundert war, weil das, ja, das Aufnahmeprogramm ein bisschen am Laggen ist, aber ich hoffe, hinter einer Aufnahme wird das alles gut sein. Und Captain Klotz ist jetzt hier mit der PP90 schön offensiv am Start, da bleiben wir auch gleich mal drauf. Ja, Mew spielt da vielleicht ohne Backup. Sieht er die Lücke? Ja, kann da einen sehen und ja, kann ihn nicht rausnehmen, schade. Colonel jetzt hier, wo ist er? Okay, links durch. Auch hier offensiv am Pushen. Ja, mega im Headshot der Gegner und ja, kann er nichts machen. Und Admiral und Obers jetzt noch gegen. Okay, 2 gegen 2. Claymore von Seaman holt auch noch einen. Und SOW hat momentan eine 10-Punkte-Führung. Ja, das ist ziemlich krass. Zwei gegen zwei jetzt noch. Ja, Mew zeigt sich da nicht, macht es eigentlich ganz schlau. Ja, ich finde SOW da ein bisschen noch zu offensiv in der Mitte. Aber gut. Kann er jetzt den ersten? Boah, kann ihn nicht rausnehmen. Was hat denn der abbekommen? Alter, der hat bestimmt 5, 6, 7 Hits gekriegt von Admiral. Na gut, passiert auch. Deswegen lieben wir alle COD. Wegen solchen Momenten. Und ja, Ober ist jetzt wieder alleine gegen 2 und muss es wieder alleine richten. Und vielleicht schafft er es ja wieder das dritte Mal. Dann, dann feiere ich den Max einfach nur, wenn er das jetzt wieder reißt. Den ersten, ja, kann ich nicht rausnehmen, veraimt. Und jetzt wird es richtig schwer nach so einer Situation. Die Gegner wissen, wo du bist, können sich jetzt darauf einstellen und er hat also auch 18 Sekunden Zeit, um das 2 rauszunehmen. Ja, kann ihn anhitten und ich glaube, das ist noch nicht mehr möglich. Jetzt immer noch gegen 2, spielen er jetzt auf Zeit, ja, das ist nicht mehr möglich. Bei SOW die Stats schön ausgeglichen. Ja, bei Mew, ICAP und Domi stechen raus. Und der Klemmbrett hittet, aber ja. Kriegt dann den Kill halt hinterher noch nicht. Ober ist jetzt hier unten. Admiral, linke Seite auf der A-Bombe. Ja, sieht man mit der. Oh, mit der PP90 im Eckgang. Sieht man selten. Kann da vielleicht einen unten links ansagen? Hat er den gesehen? Ich glaube, da ist einer in eine Kapelle gelaufen. Ja, sind da jetzt, glaube ich, auch schon links durch. Und alle 6 leben noch gegen 3 von SOW. Robas, ja, genau dann, wenn er die Kills macht, gucke ich weg. Schade, hätte ein Schuss noch mehr gefehlt. Der Plant wäre verhindert gewesen. Jetzt ist er hinter die Füße. Vielleicht schafft er auch. Schafft es nicht. Und. Wir müssen uns nächstes Mal mehr anstrengen. Natürlich die Runde für Mew. Jetzt hier Action am Start, hat Kontakt. Ja, weiß nicht, was er machen soll. Täuscht da so ein bisschen an.
Admiral kann da einen rausnehmen. Und ja, Clamret Spray trifft, aber es stirbt einfach nichts im Eckhaus. Ja, und Kev holt jetzt den Oberst mit der Nade und vielleicht den Clamret. Ah, versteck dich. Ah. Ja, Claymer von Seaman regelt das da, das 1-on-1. Und Admiral speckt da natürlich auch einen oben im Haus an. Der wurde jetzt rausgenommen aus dem Mittelhaus. Und der Mittelhaus, der stirbt einfach nicht. Kann das sein? Also jetzt ganz ehrlich, ich habe jetzt schon so viele Leute gesehen, die denen getroffen haben und gehittet haben. Und der ist noch nicht einmal bis jetzt umgefallen. Und 2 gegen 2. Ausgeglichen. 2 gegen einen nur noch. Gegen den Kev. Und ich glaube, der war hinten bei SOW in im Spawn drin. Bomber wurde geplant, wurde gespeckt. Oh, Klotz. Veraimt er, aber kann es ausgleichen. Holt dann noch den Kill, den Headshot gegen XI Kev und 4 zu 4 für SOW. Bleiben wir jetzt mal auf dem Admiral drauf. Ja. Colonel, kann er jetzt einen ziehen? Kann er einen ansagen auf der Treppe, Mitte? Captain Klotz hinterläuft natürlich, versucht zumindest. Okay, zieht sich wieder zurück. Hat der Clamret oben im Gang. Oberst mit, ja, mit Oberst. Ah. Colonel kann jetzt herausgenommen worden werden. War zu offensiv. Und Captain Klotz kann da ein Specken. Könnte es vielleicht mal. Ja. Eventuell mal ein bisschen sprayen, aber anscheinend ist da keiner mehr. Und SOW jetzt hier gegen 4 gegen. Oh, 2 nur noch. Das müsste eigentlich safe für SOW sein. Ah, so wie sie stehen. Oh, 5 von SOW noch, okay. Ja, Double Kill jetzt für MU. Und ja, somit auf 3 zu 2 verkürzt. SOW trotzdem noch in der Überzahl. Und ja, ist noch alles offen jetzt hier in der Runde. Schöner Kill von Admiral jetzt hier mit der Nate, mit der Semtex. Und ja, 3 gegen 1, das müsste eigentlich safe sein, 34 Sekunden noch, das müsste SOW jetzt eigentlich safe runterspielen können, ohne dass da irgendwas noch anbrennt. Und Seaman macht den Kill da bei der B-Bombe. Damit geht SOW wieder in Führung, ziemlich ausgeglichen gerade irgendwie auf Lockdown. Obwohl SOW die ja, bessere Seite hat mit Verteidigern. Also SOW gegen QMZ 8-1, sage ich nur, in der Verteidigung. Da hatten sie schon richtig, richtig stark angegriffen. Oder verteidigt, so rum. Ja, Granate verhungern so ein bisschen vom Admiral. Seaman jetzt hier rechte Seite. Colonel, ja. Kann er ihn sehen? Kann ihn. Oh, kann ihn nicht rausnehmen. Ja, vielleicht challengen.
ist vielleicht manchmal die bessere Methode. Challenge ihn und kann ihn rausnehmen. Noch ein schöner Kill für Klemmbrett nebenbei. Ja, jetzt Double Kill für Mew. Und 3 gegen 3 immer noch. Alles ausgeglichen. Simon kann da einen ansagen. Klemmbrett kann da auch einen ansagen und ja. Simon holt ihn jetzt. Hat er vielleicht den Kontakt? Domi nimmt den. Lol, wo ist er denn gestorben? Der Kev jetzt oben im Gang. Klemmbrett kann ihn rausnehmen. Schönes Ding. Jetzt 2 gegen 2. Also beide Teams schenken sich ja absolut gar nichts. Und trotzdem hat SOW immer noch die 10-Punkte-Führung. Ja, das hört sich schon mega, mega krass an. Seaman jetzt hier. Hat die Vorteilposition, weiß, wo die Gegner sind und schießt da, obwohl da keiner war. Okay. Ja, hat sich damit so ein bisschen verraten und ein Eigentor geschossen. Domi kann ihn dann rausholen. 5 zu 5. Oder vielleicht war er da doch und ich habe ihn noch nicht gesehen. Starkes Aim hier von Domi. Sieht dann nur seinen Kopf und trifft ihn direkt. Immer auf Könner drauf. Der ist, glaube ich, schon irgendwo. Ne, ist nicht so durch. Okay. Der wird jetzt ja hart am Sprayen. Oh, was da im Gang. Mega, mega weak. Haha. Und Admiral jetzt hier mit der Joker-Posi. Oh, kann da nur einen rausnehmen. Schade. Captain Klotz ist da. Ist an Ort und Stelle. Kontert da Admiral. Und Kadett. Hittet, 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 aber macht keinen Kill. Ich glaube, das ist der Ramkota, der bei Bio im Eckhaus steht. Der müsste, das muss eigentlich Ramkota sein. Ja. Klemmbrett. Hittet, 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 macht keinen Kill. Ja, Casual. Und links von Oberst, ja, steht der Ramkota im Eckhaus. Und Klotz gegen, ja, 2 und 2 wieder. Ja, Newcock nimmt er jetzt Oberst raus. Die Zeit wird knapp. Die Bombe wurde platziert. Und ja. Ich glaube, die Tonspur war ein bisschen unsynchron. Ich habe das jetzt gerade wieder gepatcht. Ja, das könnte schon sein, dass es ein bisschen unsynchron war. Ich glaube, meine Stimme war ein bisschen schneller da, als die Momente gefallen sind. Ich habe das jetzt gerade nochmal kontrolliert. Falls es dann in der Aufnahme hinterher nicht so ist, hoffe ich mal, dass es nicht so ist. Ist es gut. Ansonsten, ja, werde ich mal gucken, wie ich das mache. Ob ich das dann irgendwie, ja, ein bisschen verschiebe oder sowas, die Datei oder sowas, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ist das Ganze jetzt wieder gefixt. Und Colonel und Oberst und ja, alles ausgeglichen bei SOW und bei Mew. Kev sticht mit 17 Kills ziemlich stark raus. Oh, schöner Kill von Admiral.
Und ich sehe die ganze Zeit nur Klemmbrett aufs Echo sprayen, aber ich habe ihn noch nicht einmal da einen Kill ziehen sehen. Und 4 gegen 3 jetzt noch. Also alles offen. Ah, sprayt da und trifft einfach mal nix. Obersti alleine auf B. Emerald kann da was ansagen. Blauer Briefkasten nimmt ihn jetzt raus. Ja, sehr schön. 4 gegen 2. Momentan nur noch 8 Punkte Führung für SOW. Also Mew muss in der zweiten Halbzeit, in der letzten Halbzeit, ja in der vierten von 4 Halbzeiten, richtig aufdrehen. Also Mew muss eine richtig, richtig harte, krasse Verteidigung zeigen. Ja, muss am besten 8-0 gewinnen. Ansonsten sieht es hier schlecht aus. Und jetzt noch 3 gegen 1. Obers ist er da. Macht alles safe. 6 zu 6. Beide Teams schenken sich hier nichts. So. Weiter geht's. Körner, auf dem waren wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so wirklich drauf. Bleiben wir mal auf ihn drauf. Ist in der Mitte. MP7 Schalldämpfer am Start. Pusht er so ein bisschen von links nach rechts. Versucht hier und da mal vielleicht einen Push zu verhindern und Frag zu holen. Ja. Weiß nicht, ob er jetzt durch die Mitte gehen könnte. Das wäre eine Möglichkeit, falls da keiner steht. Steht einer. Oh, wieder geflasht. Hat nochmal Glück gehabt. Admiral kann er jetzt einen Kill holen. Und jetzt pusht Admiral durch. Und wieder rausgenommen. Sofort von Casual. Und immer noch 4 gegen 2. Ja. Überzahlsituation für SOW jetzt an der Stelle. Ja, Colonel ist da, Seaman ist da, 7 zu 6. Und wenn SOW das jetzt safe macht, dann ist das Match gewonnen. Ansonsten, das Match kann gar nicht mehr gewonnen werden von Mew. Jetzt steht es nämlich schon unentschieden. Und sobald SOW jetzt einen Punkt holt, hat SOW gewonnen. Ja, sind das nicht mal schöne Aussichten? Also sobald SOW jetzt noch einen Punkt holt, in der nächsten Halbzeit und in der Halbzeit jetzt, also es sind noch 10 offene, also... Ja, Mew muss jetzt 10 Punkte hintereinander holen, dann steht es unentschieden. Ansonsten hat SOW das Ganze jetzt gewonnen und ja, geht als Sieger natürlich aus diesem Match raus. Und das sieht sehr, sehr stark nach Sieg aus. 6 gegen 1, das kann nicht mehr gewonnen werden. Also wenn ich mir jetzt aus dem Fenster sage, das kann nicht mehr gewonnen werden, ist er im Eckhaus und das ist der Sieg für SOW. Damit steht es auch mal 24 Punkte für SOW und ...13 Punkte für Mew. Ja, das war's. SOW gewinnt. Ich werde das Ganze mal eben auf Facebook bekannt geben.